Der Sonntag beginnt im Nordwesten verregnet. Im Tagesverlauf zieht der Regen Richtung Nordsee und Dänemark ab. Die Wolken lockern aber nur gebietsweise auf. Dahinter folgen einzelne Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Im Rest des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am schönsten wird es vom Oberrhein bis nach Sachsen. Gegen Abend trübt es südlich der Donau ein und es fallen erste Tropfen. In der Südosthälfte werden 20 bis 24, sonst 16 bis 19 Grad gemessen. An der Ostsee ist es noch einen Tick kühler. Am Montag entwickeln sich in der Südosthälfte vermehrt Regengüsse und Gewitter, die örtlich heftig ausfallen können. Dabei kommt die Sonne nur zeitweise mal heraus. Freundlicher sieht es vom Niederrhein bis zu den Küsten aus, aber auch dort sind vereinzelt gewittrige Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Am Dienstag gibt es ganz im Südosten noch einzelne Gewitter, ansonsten dominiert der Sonnenschein. An den Folgetagen erwartet uns schönstes Frühlingswetter, regional geht es auf über 25 Grad rauf.